Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unsere Themen heute: Fußball, Mountainbike und Sexy Girls haben wir noch für Sie. Neuer Chef, Falko Götz ist der neue Trainer beim FSV Frankfurt. Heißes Rennen, der Frankfurter Tim Böhme beim härtesten Mountainbike-Rennen der Welt. Sexy Posen, Fotoshooting bei den Cheergirls der Frankfurt Universe. Wir starten mit Fußball. Nach der 4:1 Niederlage in Bochum hat der FSV Frankfurt seinen Trainer Thomas Oral beurlaubt. Heute wurde der neue vorgestellt und Falko Götz ist voller Motivation. Ich bin heiß, ich bin bissig und ich bin überzeugt davon, mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben die Situation gerade sehr, sehr deutlich gehört. Aber ich sage auch, das Positive in der Situation ist, wir haben es selber in der Hand. Wir haben eine absehbare Zahl von Spielen. Wir wissen, welche Gegner auf uns zukommen. Und wir sind davon überzeugt, dass die Mannschaft die Stärke hat, diese Aufgaben zu lösen und in der Liga zu bleiben. Ich möchte dazu meinen Beitrag leisten, meinen Teil dazu beitragen, dass diese Mannschaft wieder mit mehr Selbstvertrauen spielt, dass diese Mannschaft wieder an sich selber glaubt. Ich habe die Statements der Spieler gelesen nach den letzten Spielen. Ich möchte sie dazu führen, dass das auch endlich umgesetzt werden kann auf dem Platz. Und dazu haben wir 5 Spiele Zeit. Und außerdem kennt Falko Götz die Situation in Bornheim. Er ist ja schon mit etlichen anderen Teams gegen den FSV angetreten. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie oft ich mit anderen Mannschaften mir gegen den FSV die Zähne ausgebissen habe. Es war immer unangenehm, es war eklig, gegen den FSV zu spielen. Es lag an der Spielweise, man war immer kompakt, man ging über die Zweikämpfe, man hat schnell gegengespielt, Konter gesetzt gegen Gegner. Es war immer gefährlich, gegen den FSV zu spielen. Und ich denke einfach, das ist eine große Charakteristik, dass es eben nie schön war, gegen den FSV zu spielen. Und genau das müssen wir wieder erreichen, dass sich die Gegner an uns die Zähne ausbeißen, dass wir unsere Chancen haben. Ich denke, das Spiel in Bochum ist so ein bisschen so Fingerzeig auch auf das, wo wir wieder hinwollen, weil die erste halbe Stunde war in Ordnung. Die erste halbe Stunde war die Mannschaft gefährlich gewesen. Sie hat sogar das 1:0 gemacht. Aber das dauerhaft hinzukriegen, dass man an sich glaubt, dass man kompakt steht, dass man weiß, wofür man arbeitet auf dem Platz, das ist das, was wir möglichst schnell erreichen wollen. Wir wechseln die Sportart und kommen zum Radsport. Es ist die Tour de France für Mountainbiker, das Cape Epic, ein 7-Tage-Rennen quer durch Südafrika, 700 Kilometer insgesamt. Und mit dabei der Frankfurter Tim Böhme. Es ist das härteste Mountainbike-Etappenrennen der Welt. 7 Tage lang werden Fahrer und Material alles abverlangt. Gefahren wird in Teams. 2 Mann bilden eine Mannschaft. Das Cape Epic wurde erstmals 2004 ausgetragen und es fahren Profis und Amateurfahrer im selben Rennen. Insgesamt gehen über 200 Teams an den Start und bereits im Vorfeld freute sich der Mountainbike-Profi vom Main auf das anstehende Rennen. Ja, das ist einfach geil hier im März runterzukommen. Hier ist Hochsommer, hier alles dreht sich ums Cape Epic. Das ist, man bereitet sich den ganzen Winter auf das unheimlich harte 8-Tage-Rennen vor. Ich bin jetzt 9. Mal dabei und ich muss sagen, ich bin irgendwie immer noch aufgeregt wie beim ersten Mal, weil irgendwie weiß nicht, was auf einen zukommt. Das sag immer, es ist mehr Abenteuer als Rennen. Und ja, ich bin gespannt und sehr nervös. War heute einige Mal schon auf dem Klo. Tim Böhme fährt in einem rein deutschen Gespann. Sein Partner Simon Stibian aus dem Schwarzwald. Beide fahren im Team Bulls 2 und ihre eigentliche Aufgabe ist es, ihrem Top-Team Bulls 1 beiseite zu stehen.
Sollte das Team 1 einen Ausfall oder Schaden haben, so werden Böhme und Stipian sie versorgen. Doch Team Bulls 2 will natürlich auch eine gute Gesamtplatzierung erreichen. Nach dem Prolog war Böhme schon mal zufrieden. Ja, im Gegensatz zu letzten Jahr sind wir dieses Jahr halt durchgekommen. Letztes Jahr hat man die Kette gerissen, deswegen haben wir dieses Jahr wirklich nochmal auf Bedacht gefahren, dass keinen Schaden haben, keinen Sturz. Ich denke, wir sind solide durchgekommen. Ich hatte fast 400 Watt im Schnitt, also wir waren eigentlich auch nicht ganz so langsam. Klar, wir sind keine Spezialisten und sind eher auf die 7 Tage fokussiert. Ich bin gespannt, wie was dabei rauskommt, aber ich glaube, wir sind beide gut drauf und jetzt schauen wir zuversichtlich auf die nächsten 7 Tage vom Cape Epic. Tim Böhme nach dem Prolog mit seinem Partner auf Platz 10, Bulls 1 dagegen direkt auf Platz 1. Und sie sollten den Platz an der Sonne auch bis zum Ende des 7-Tage-Rennens nicht mehr hergeben. Doch auch Tim Böhme und Simon Stipian absolvierten ein gutes Rennen in Südafrika. Nach der 3. Etappe lagen sie auf Platz 6 der Gesamtwertung mit 7 Minuten Rückstand auf ihre Teamkameraden Bulls 1 auf dem 1. Platz. Tim Böhme am Morgen vor der 4. Etappe. Ja, Halbzeit ist rum. Die Beine sind ein bisschen schwer und die Augen müde am Morgen. Jetzt haben wir noch 4 Tage. Heute kommt eine relativ kurze Etappe mit 3,5 Stunden, immer noch lang genug, um sich richtig weh zu tun. Ja, schauen zuversichtlich jetzt, aber das Ende ist langsam in Sicht und da sind wir froh drüber. Tim Böhme machte beim Cape Epic 2016 wieder einen super Job. Bulls 1 immer noch auf dem Platz an der Sonne und auch der Frankfurter konnte zwischenzeitlich mit Platz 5 sehr zufrieden sein. Doch die Kräfte wurden von Tag zu Tag weniger. Ja, also langsam ist das Ziel in Sicht, vorletzte Etappe. Heute wird es nochmal schwer, sehr technisch, viele kurze, knackige Anstiege. Eigentlich fühlen wir uns gut und ich denke, wir werden das Ding irgendwie heimbringen. Wir schauen, dass wir lange bei unserem Team bleiben können, falls die irgendwas haben. Und wenn wir uns von Platz 6 noch auf Platz 5 bewegen können, umso besser. Am Ende reicht es für Team Bulls 2 mit dem Frankfurter Tim Böhme für einen hervorragenden 6. Platz. Eine Panne auf der letzten Etappe verhinderte leider eine bessere Platzierung. Seine Teamkollegen von Bulls 1 konnten das Cape Epic 2016 gewinnen. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit Football. Sexy Posen, Fotoshooting bei den Cheergirls der Frankfurt Universe. Gleich im Studio Universe-Geschäftsführer Michael Schwarzer. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über die Men in Purple. Die Footballer in Frankfurt sind wieder zurück am kommenden Wochenende. Das erste Spiel auswärts gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Ja, im Winter hat es was turbulent bei den Footballern in Frankfurt Universe. Galaxy, Unterlassungsklage, Veröffentlichung von Gehältern. Es war einiges los. Das wollen wir heute alles vergessen, wollen wir hinter uns lassen. Wir wollen nach vorne blicken mit dem Geschäftsführer Michael Schwarzer. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wie schwer war es denn jetzt wieder mit der neuen GmbH, die gegründet wurde, da wieder neu zu starten sozusagen? Ja, die größte Herausforderung war erstmal, alles ins ruhige Fahrwasser zu bekommen. Wir mussten ganz wichtig den Spielern und den Coaches erstmal die Sicherheit geben, dass es weitergeht, dass wir auch in der GFL 1 spielen. Und das war die größte Herausforderung, da erstmal die richtigen Wege einzuschlagen, auch ein ganz gutes Team um sich herum aufzubauen, sodass wir jetzt erfolgreich in die Zukunft gucken können. Das heißt aber, die Spieler haben wahrscheinlich dann schon ständig gefragt, wie ist es denn? Geht es jetzt weiter, geht es nicht weiter? Muss ich mir einen neuen Verein suchen oder darf ich bleiben? Wie schwer war es dann, die Spieler wirklich zu halten?
Ja, die Lizenzierung für die GFL 1 war am 31.12.2015. Bis dahin war es unsicher, schaffen wir es, die Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu räumen. Es wurde zum Glück alles geklärt vorher und die Spieler haben jeden Tag natürlich zu Recht auch angerufen und gefragt, wie geht es hier weiter, wo spiele ich nächstes Jahr Football? Weil für viele Spieler ist Frankfurt das Zuhause und da würden sie gern bleiben. Aber es wird nicht unter dem Namen Galaxy, sondern unter dem Namen Universe in der kommenden Saison gespielt. Genau, wir spielen dieses Jahr wieder unter dem Namen Universe, anders wie letztes Jahr, da war es unter der Galaxy. Ein ganz einfacher Grund, die Rechte müssen zu 100% beim Verein liegen, das machen sie nicht und deswegen wird unter dem Vereinsname Frankfurt Universe gespielt. Aber die Fans werden das auch relativ schnell umsetzen, oder? Wir merken bisher keinen Abbruch, wir haben die gleiche Dauerkartenzahl wie das letzte Jahr und daher denken wir, dass es genauso positiv weitergeht wie letztes Jahr. Der Schnitt wurde am Ende der Saison eigentlich immer höher, die Zahl der Zuschauer. Was habt ihr euch ein Ziel gesteckt, wo es dieses Jahr hingehen soll? Als wir im November mit der Planung angefangen haben, haben wir überlegt, wo könnten wir landen mit der Zuschauerzahl. Und wir wussten, wir hatten 800 Dauerkarten im letzten Jahr und ca. 4.500 Zuschauer im Schnitt von Tagestickets. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren pessimistisch zu planen, wir gehen auf 500 Dauerkarten und 3.000 Tagestickets. Und Stand heute haben wir 800 Dauerkarten, liegen da schon über dem Schnitt und hoffen, dass wir jetzt trotzdem noch die 3.000 Tagestickets erreichen. Es gab in der letzten Saison auch immer wieder die Probleme mit den Spieltagen. FSV war dann auf einmal, mit dem man vorher nicht rechnen konnte, auf einmal dann doch in der Relegation. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Ist das safe, die Spieltermine, die rausgegeben wurden? Ja, wir arbeiten ganz eng mit dem FSV zusammen und haben uns den ersten wirklich zu 100%igen freien Termin geben lassen. Und da haben wir unser erstes Spiel am 28.05. gegen Barcelona. Genau, das kommen wir zum Sportlichen, kommen wir gleich noch dazu. Wir kennen dich eigentlich, bevor es beim Football losging, als Eishockeyspieler bei den Frankfurter Löwen. Wie schwer war denn oder wie groß war denn der Sprung vom Eishockey-Profi zum Geschäftsführer der Footballer? Ja, ich bin ja jetzt nicht vom Eis an den Bürotisch gesprungen. So war es ja nicht. Ich habe ja auch noch einen normalen Job gehabt, der in die gleiche Richtung ungefähr ging. Daher war der Sprung für mich jetzt nicht so groß. Also ich habe schon mit beiden Beinen im Berufsleben gestanden und habe zum Glück letztes Jahr das nicht als Geschäftsführer, sondern im Bereich Spieltagsorganisation und das ganze Thema kennengelernt, auch das Umfeld kennengelernt, den ganzen Verein kennengelernt. Das war enorm wichtig, um dies Jahr erfolgreich anzuknüpfen. Ich glaube, der Sprung wäre vielleicht vor einem Jahr zu früh gewesen, weil alles neu gewesen wäre. Und dieses Jahr haben wir genau gesehen, wo man nochmal anpacken muss und wo man was verbessern kann. Was kann man denn verbessern? Oder hast du im Grunde genommen, wie sehr hat dir das geholfen, letztes Jahr in Anführungszeichen nur, ohne das abwerten zu wollen, für den Spieltag verantwortlich zu sein? Hat man dann eventuell nochmal einen anderen Einblick in die ganze Sache als jetzt als Geschäftsführer? Ja, ich finde es immer ganz wichtig, wenn man von der Base kommt, man muss schauen, was ist wirklich was passiert an so einem Spieltag bei jedem Einzelnen, der beim Catering zuständig ist, der im Aufbau zuständig ist, im VIP-Raum und an jeder Punkt ist wichtig an so einem Spieltag und ich konnte zum Glück jeden Einzelnen kennenlernen, der auch dafür zuständig ist. Das heißt, ich weiß auch, was steckt dahinter, welche Aufgaben, welche Zeit und so weiter und da kann man jetzt perfekt ansetzen. Ich erzähle dann also auch von Sachen, die ich selbst erlebt habe oder selbst auch mal durchgeführt habe. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, um das erfolgreich zu gestalten, so einen Spieltag. Und was kann man besser machen? Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben letztes Jahr alle zum allerersten Mal in diesem Stadion gestanden. Das heißt, es mussten Fehler passieren, weil einfach Unwissenheit da war. Dieses Jahr, das zweite Jahr, wird um einiges einfacher werden, weil wir einfach die Erfahrung aus 8 Heimspielen alle in den Knochen haben und jetzt diese Fehler hoffentlich nicht mehr machen. Jetzt ist es ja so, dass die GmbH ist ja im Grunde genommen die erste Mannschaft ausgegliedert. Die Lizenz und alles Weitere liegt ja noch beim Verein. Inwiefern wird auch weiterhin der Verein eingebunden sein in die ganzen Aktivitäten der ersten Mannschaft? Gut, die Vermarktungs GmbH ist zu 100% in den Händen des Vereins. Also wird der Verein immer eingebunden sein und ich führe regelmäßige Gespräche mit dem Vorstand vom Verein und auch mit allen anderen, weil mir ist Transparenz und offene Kommunikation einfach wichtig. Ich möchte, dass der Verein weiß, was in seiner GmbH passiert und genauso umgetreten, dann probieren wir immer alle eng miteinander zu arbeiten und ich glaube, das ist der einzige Weg, um erfolgreich zu sein. Jetzt ist ja noch ein bisschen bis zum ersten Heimspiel, du hast eben gesagt, gegen das spanische Team in der Europa League. Aber am Wochenende das erste Auswärtsspiel. Seid ihr froh, dass es erstmal auswärts losgeht? Wäre man mit den Planungen schon so weit, dass man auch loslegen kann? Oder wie ist jetzt der Zeitplan noch? Ja, also das ist das gleiche Thema, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Wir haben das alles schon einmal durchgespielt, vor einem Jahr genau. Daher konnten wir jetzt die Zeitpläne optimieren und wir sind wirklich sehr, sehr weit.
Es sind alle Spieler da, bis auf einer. Das war aber klar, dass der erst im Juni kommt. Die Mannschaft ist bereit. Wir haben schon ein kleines Trainingslager in Frankfurt gemacht. Die Busse stehen bereit. Wir können eigentlich sofort losfahren. Also alles klar oder wo lagen im Grunde genommen so die größten Probleme jetzt noch? Ja, man musste, ganz wichtig war, dass alles erstmal ein ruhiges Fahrwasser bekommen. Man musste mit vielen Partnern reden, man muss die Situation erklären, warum stehen wir heute hier, warum bin heute ich der Geschäftsführer, warum haben sich gewisse Dinge verändert. Das war die größte Herausforderung, erstmal ein erfolgreiches Team um sich herum aufzubauen, den Partnern zu erklären, was los ist, der Mannschaft und den Coaches Ruhe zu geben, dass sie auch in Ruhe arbeiten können, weil wir dürfen eins nicht vergessen, letztes Jahr eine Perfect Season, aber in der zweiten Liga, dieses Jahr spielen wir in der ersten Liga, andere Gegner, größere Herausforderungen. Transparenz, da auch das Stichwort wahrscheinlich, wenn du sagst, wir müssen mit allen möglichen Partnern sprechen. Ein ganz besonderer Punkt beim Football sind auch die Cheerleader und da hat es jetzt das erste Shooting gegeben und die Bilder und wie die so entstanden sind, da wollen wir jetzt mal reinschauen. Jung, hübsch und sexy. Fotoshooting bei den Cheerleader der Frankfurt Universe. Und da sind in dieser Saison etliche neue dabei. Denn auch für die Mädels heißt es jetzt GFL 1, sprich es wird in der ersten Liga gespielt und natürlich auch getanzt. Doch bis es soweit ist, stand für die Cheergirls erst das Fotoshooting auf dem Programm. Natürlich drehte sich auch hier alles um das Thema Football und Spaß hat es ihnen gemacht. Das Fotoshooting sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht, die Posen einzunehmen, zu gucken, wie so ein Shooting läuft. Auch das erste so professionelles Shooting für mich. Und ja, ich denke, es sind gute Fotos geworden und ich freue mich auf das Resultat. Doch bis zum fertigen Bild ist es ein weiter Weg. Schminken, umziehen, posen. So der Model-Dreikampf. Und während die einen noch vorbereitet werden, klickt bei den anderen bereits die Kamera. Natürlich immer mit Football-Accessoires. Egal ob im Stehen oder im Liegen. Mir hat heute besonders Spaß gemacht, dass wir wirklich verschiedene Sachen ausprobiert haben, verschiedene Outfits ausprobiert und auf jeden Fall was sehr interessant. Ich habe mich für euch extra auch mit Farbe besprenkeln lassen und da sind die ein oder anderen interessanten Bilder auf jeden Fall dabei. Natürlich befinden sich auch die Cheerleader in den letzten Vorbereitungen zum ersten Spieltag Ende Mai. Motivationstraining allerdings brauchen sie keines, denn die Vorfreude ist riesig. Sowohl bei den Alteingesessenen, aber auch bei den neuen Cheers. Auf die Heimspiele mit den Mädels an der Seitline zu stehen und das Feeling im Stadion mitzuerleben. Den Gegnern Stärke zeigen, das ist das Ziel der Men in Purple. Nach der perfekten Zweitligasaison wollen sie auch in der ersten Liga eine große Rolle spielen. Und wenn die Jungs auf dem Platz so gut aussehen wie die Mädels vor der Kamera, dann könnte Universe in diesem Jahr sogar deutscher Meister werden. Zum Schluss noch Grüße von den Cheers an die Fans. Hey, ich bin die Mary. Ich freue mich auf euch im Stadion und freue mich auf gute Spiele und viele Touchdowns. Bis dann! Und wenn ihr uns am 28. Mai im Stadion sehen wollt, dann kommt doch einfach vorbei, während wir gegen die Badalona Drags spielen. Wir freuen uns auf euch. So viel also zu den Cheergirls. Wie wichtig sind die an der Sideline? Ja, sehr wichtig. Alles drumherum um das Spiel ist sehr wichtig. Im Football oder der Football lebt viel mehr davon, dass es ein Event ist. Die Powerparty davor, 3 Stunden mit Werner Reinke und Jürgen Rasper auf der Bühne. Das Kinderland, wo die Kinder betreut werden und gerade im Stadion die Cheerleader sind ein enorm wichtiger Teil. Das Spiel ist sehr, es sind 5 Sekunden Action, dann ist wieder 30 Sekunden Pause, weil die neue Taktik festgelegt wird. Und in der Zeit brauchen wir genau die Cheerleader, die dann die Fans anheizen, weiter Stimmung machen. Ja, das ist wichtig. Du hast eben das Ganze drumherum angesprochen. Was wird sich denn ändern oder was wird genauso sein wie letztes Jahr? Was ist übernommen worden? Was wird neu sein? Ich würde sagen, wir übernehmen 95% aus dem, was letztes Jahr schon da war. Also die Power Party war, ich denke, genau so für die Fläche, die man zur Verfügung hat, optimal aufgestellt. Und da sollten wir keine großen Veränderungen machen. Und ich bin der Meinung, die Fans brauchen auch etwas, wo sie sich ran gewöhnen können. Jedes Jahr irgendwas Neues aufzubauen, macht keinen Sinn. Das heißt, wird aber auch dann auch wieder so sein, die Power Party umsonst und mit dem Ticket braucht man im Grunde genommen, um dann das Spiel im Stadion zu sehen.
Genau, wir machen lediglich eine Kontrolle auf Essen und Getränke. Das sind wir unseren Caterern schuldig, dass keiner sein Essen und seine Getränke mit reinnimmt. Aber die Powerparty bleibt kostenlos. Das heißt, jeder, der mal schauen möchte, kann vorbeikommen, kann 3 Stunden lang die Atmosphäre genießen und sich im Optimalfall noch ein Ticket kaufen. Jetzt ist es natürlich so, wir hatten so vor dem Beitrag schon mit Zuschauerzahlen gesprochen. 800 Dauerkarten sind verkauft. Die rechnen mit 4, 4,5, 5, wenn es gut laufen würde. Das heißt natürlich, es gehen sehr, sehr viele Tickets am Spieltag selbst noch weg. Wie sehr ist man dann auch vom Wetter, auch finanziell dann abhängig? Weil wenn es die berühmten Bindfäden regnet, kommen wahrscheinlich nicht so viele, wie wenn 7 Sonnen am Himmel sind. Ja, das ist klar. Football ist ein schöner Wettersport. Zumindest für die Sitzplatzkunden, die wir haben, gibt es ein Dach. Die Stehplatzleute werden alle im Regen stehen, kann man so schön sagen. Ja, es ist enorm wichtig, dass wir schönes Wetter haben. Zu warm ist verkehrt, zu kalt ist verkehrt. Wir brauchen so um die 25 Grad. Das ist auch die Temperatur, die man braucht, dass die Leute viel trinken und auch vom Catering noch was überbleibt. Ja, wir hoffen, oder kalkuliert haben wir mit 3000 Zuschauern im Schnitt. Alles, was drüber geht, ist ein enormer Gewinn für uns. Aber der große Vorteil von den Footballern ist natürlich, alles andere ist in der Sommerpause. Volleyball, Handball, Basketball, Fußball, Eishockey, alles in der Sommerpause und dann treten die Footballer sozusagen in dieses bei anderen Sportarten Sommerloch. Das ist ein Riesenvorteil, oder? Das ist ein Riesenvorteil. Wir erleben es immer ganz häufig, dass viele Fans von anderen Sportarten zu uns kommen, weil sie einfach im Sommer auch dieses Gefühl brauchen, zu einer Fanbase zu gehören. Das ist ein Lebensgefühl für ganz viele. Es war auch für mich früher ein Lebensgefühl und ist heute noch ein Lebensgefühl. Ich liebe es mit diesen Menschenmassen, die Stimmung, diese Lieder, die gesungen werden. Das ist ein enormes Erlebnis und deswegen kommen die Leute auch vom Basketball, vom Eishockey, vom Fußball alle zu uns rüber und wir starten im Prinzip eine Woche nach der Fußball-Bundesliga. Eishockey hat Pause, Basketball hat Pause und wir sind der einzige Sport in der ersten Liga, der noch am Start ist. Es war die Perfect Season, wenn wir jetzt über das Sportliche reden, in der GFL 2. Jetzt spielt man in der ersten Liga. Was kann man sportlich erwarten von dem Team? Ja, das Team ist auf großen Stellen umgebaut worden. Wir haben 8 bis 10 neue Spieler, die nicht nur Import, sondern auch europäisch sind. Ja, wir müssen schauen. Keiner kennt die erste Liga jetzt von den Jungs, die letztes Jahr da waren. Das heißt, wir müssen erstmal schauen. Jetzt am Wochenende haben wir unser erstes Spiel gegen Schwäbisch Hall. Das ist immerhin der Meister aus der Südgruppe, also unter deutsche Vizemeister. Da werden wir sehen, wo wir stehen. Mhm. Unser Ziel ist es, hoffentlich in die Playoffs zu kommen und dann schauen wir weiter. In Playoffs kann bekanntlich immer alles passieren. Hat seine eigenen Gesetze, ja. Wie der Pokal auch. Genau. Aber trotzdem ist ja festzuhalten, für euch als Aufsteiger wahrscheinlich nicht negativ, dass insgesamt, muss man ja offen und ehrlich sagen, der Norden schon stärker ist als der Süden. Ja, also ich sag mal so, wir kommen ja aus Frankfurt und bei unserer Fanbase wäre es auch die falsche Mentalität zu sagen, wir wollen nicht absteigen. Das ist eine Fußballermentalität. Wir wollen auf jeden Fall in die Playoffs kommen, wir wollen 4 Teams hinter uns lassen. Das würde bedeuten, dass wir definitiv mit dem Platz 4 in den Playoffs sind. Und wenn wir weiter oben landen, ist es natürlich schön, aber fürs erste Jahr sind rein die Playoffs das Ziel. Und dann werden wir schauen. Natürlich, der Süden ist etwas schwächer, das kommt uns entgegen, aber in den Playoffs muss man dann gegen den Norden ran und dann zählt's. Und international, was haben wir da zu erwarten? Es gibt die Gruppe Auswärtsspiele in Frankreich, Heimspiel gegen das spanische Team. Ja, wir hoffen, dass wir natürlich jetzt in Frankreich schon gewinnen können. Und wenn wir dann daheim gegen Barcelona auch gewinnen, dann könnte man ein Finale eventuell noch daheim austragen. Aber das wird erst festgelegt, wenn beide Teams aus beiden Gruppen feststehen und dann man das Spiel terminiert. Abschlussfrage, auf was freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Ich freue mich jetzt auf alles. Wir haben so lange geplant, wir haben so viel Ärger gehabt und jetzt so einen guten Start hingelegt, dass wir wirklich alle nervös sind, dass es endlich losgeht. Und ich bin so froh, am Wochenende schon zum Spiel fahren zu können, die Jungs in Action zu sehen und dass jetzt endlich Ruhe einkehrt und jeder sich auf das Wichtigste, auf das Football, auf den Sport konzentrieren kann und diese ganzen Themen, die am Rande jetzt waren, endlich zu Ende sind. Da freuen wir uns drauf, dass die Saison endlich losgeht. Ja. Hoffen natürlich auch mit dem Auswärtssieg. Das wäre der perfekte Start in die neue Saison. Dankeschön für den Studiobesuch. Gerne. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Wir sehen uns nächsten Montag wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sportliche Woche. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main.
alle fahren mit.